Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, die Debatte zeigt ja heute, dass es gut ist, dass es Anträge der Linken und von Bündnis 90 die Grünen gibt, dass wir an der Stelle über betriebliche Mitbestimmung, über betriebliche Interessensvertretung diskutieren können und uns noch mal vergewissern, wer eigentlich die Grundlage dafür gelegt hat, dass in der sozialen Marktwirtschaft solche Werte nach 1949 eine bedeutende und entscheidende Rolle gespielt haben. Die Wurzeln dieser Überzeugung stammen aus der katholischen Soziallehre. Und sie gleichen unterschiedliche Interessen aus. Sie sehen die Säulen der Solidarität. Die Säule ist bei Ihnen ja immer vermeintlich besonders stark ausgeprägt. Die Säule der Menschenwürde, der Personalität, aber auch die Säule der Subsidiarität und der Eigenverantwortung. Und wenn es um betriebliche Mitbestimmung und Betriebsräte geht, dann geht es auch immer um Eigenverantwortung und Subsidiarität. Und weil uns das so wichtig ist, und weil es auch darum geht, die soziale Marktwirtschaft ja ständig weiterzuentwickeln, unsere Wettbewerbsfähigkeit im globalen Wettbewerb zu erhalten, am besten natürlich auszubauen. In einer modernen Welt, in dem Herr Paschke hat es angesprochen, Digitalisierung, Arbeitswelt 4.0, ja auch das Berufsleben, die Berufsfelder und die Art und Weise, wie gearbeitet wird, ja komplett verändern werden, wird es auch darum gehen, moderne Formen abzubilden, nicht nur durch rechtliche Gegebenheiten, sondern auch durch gesellschaftliche Diskussionen. Und so sind die Einzelfälle, die hier benannt wurden, nicht immer nur Einzelfälle, was richtig ist, aber natürlich auch in der ganzen Form differenziert zu bewerten und letztendlich natürlich auch für den Auftrag mit dem Gesetzgeber festzustellen, ist zu handeln oder nicht. Mein Kollege Wilfried Oellers hat das sehr deutlich gemacht, welche Vorlagen, welche Initiativen Sie ja auch in Ihren Anträgen formulieren. Wir haben die Möglichkeit gehabt, ja fast 2 Jahre darüber zu diskutieren. Es gab auch eine Anhörung zu diesem Thema. Und wenn man sich dann in die Protokolle noch mal einarbeitet und sich damit beschäftigt, dann wird auch dort sichtbar, dass es eben nicht nur eine Auffassung dazu gab, sondern durchaus ein differenziertes Bild. Und Sie schreiben ja auch in Ihren Antrag von Bündnis 90 Die Grünen, dass wir eben durch unsere Form der Mitbestimmung sehr erfolgreich durch die Wirtschafts- und Finanzkrise gekommen sind. Und wir erleben auf der anderen Seite, dass eben die Zahl derer, die in Unternehmen arbeiten, wo es einen Betriebsrat gibt, jetzt ja ungefähr 40% im Westen, im Osten schon deutlich niedriger, natürlich auch die Entwicklung gibt, dass es zurückgeht. Und da muss man auch hier wieder festhalten, nicht überall dort, wo es einen Betriebsrat gibt, gibt es weniger Probleme als ein Unternehmen, wo es keinen gibt. Aber ein Unternehmen, wo es einen Betriebsrat gibt und es entstehen Probleme, kann das natürlich sehr hilfreich auch für die Arbeitnehmer sein, diese unterschiedlichen Interessen auch vernünftig auszugleichen. Das, was wir in der Diskussion bisher an Argumenten auch in den Ausschusssitzungen, in der Anhörung gehört haben, hat dazu geführt, dass beim Interessensausgleich bei uns die Überzeugung entstanden ist, dass wir eben nicht handeln müssen, sondern dass die Mitbestimmung in der Form, wie sie bisher gegeben ist, sich bewährt hat. Es gibt bei Ihnen, bei Ihrem Antrag, ja einige Punkte, die wir eben an der Stelle sehr deutlich ablehnen. Das vereinfachte Wahlverfahren, was Sie beschrieben haben, auch die Ausweitung von Strafgeldern, das, was Wilfried Oellers schon angesprochen hat, was ein grundsätzlicher Reflex bei Ihnen ist, auch dann immer gerne Strafen zu erhöhen zu wollen, wenn Fehlverhalten angezeigt ist. Und auch die Ausweitung des Kündigungsschutzes führt dazu, dass wir im Antrag nicht zustimmen können. Dann kommen wir zu Bündnis 90 Die Grünen, die insgesamt ja 7 unterschiedliche Nummernpunkte auflisten. Hier will ich exemplarisch auf den Punkt Nummer 4 eingehen, wo es ja darum geht, was sind die zu schützenden Personen. Bei dem Punkt können wir eben bei Ihnen nicht mitgehen, genauso wie es darum geht,
wie Sie in Punkt 7 die Frage von der Behinderung und Verhinderung von Betriebsratswahlen regeln wollen. Und so ist dann am Ende unsere Überzeugung, dass die Mitbestimmung in der jetzigen Form sich bewährt hat, dass wir den Anträgen der Opposition nicht zustimmen können und dass wir uns weiter dafür einsetzen werden, dass wir einen starken Arbeitsmarkt haben, weil wir damit, glaube ich, die größten gesellschaftlichen Wirkungen erzielen können. Vielen Dank.